Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, an einem Tag wie diesen kommen wir nicht umhin, über einen ganz speziellen Mann zu reden. Ein Mann, der bekannt ist für seine Breitbeinigkeit, seine verbalen Ausfälle, seine abstrusen Ideen, sein diskriminierendes Gequatsche, für Sätze, die man sonst nur von Rechtspopulisten hört. Dieser cholerische Mann mit seiner Wirrenfrisur, seinem gestörten Verhältnis zu Frauen, der ist wie Donald Trump. Ich spreche von Horst Seehofer, dem Donald Trump des Bayerns. Klein Trumpy unterscheidet vom richtigen Trump vor allem, dass sein Land etwas kleiner ist, sorry Bayern, dass er nicht über Atomwaffen verfügt und dass er nicht bei Twitter ist. Was für ein Glück. Zu Trump ist nur so viel zu sagen, er passt perfekt in die Fastnachtszeit, die eine Zeit der Maskerade ist. Das Absurde an der Maskerade von Trump ist doch, dass sich hier ein Multimilliardär als Robin Hood aufspielt. Dass ein Multimilliardär seinen Mangel an Bildung, seinen Mangel an Empathie und seinen Mangel an Manieren als Volksnähe, ja als Volksnähe verkauft. Was für eine Beleidigung des amerikanischen Volkes ist das denn? Allerdings stellt sich auch die Frage, was die politischen Eliten davor mit den Menschen gemacht haben, wenn sie es so bejubeln, so beleidigt zu werden. Erinnert ihr euch, als Trump im Wahlkampf rumposaunte, wir wollen was gegen Ausländer machen, wir werden eine Mauer bauen zu Mexiko und Mexiko soll die bezahlen. Da haben doch alle gedacht, der spinnt, weil erstens, das funktioniert nicht und zweitens, wenn jemand dafür zahlen muss, sind das am Ende alle. Und genau so kommt das jetzt. Trump baut eine Mauer, die ändert nichts, doch alle Steuerzahlenden müssen genau dafür blechen, dass dieser Immobilienmakler mit seiner Wirrenfrisur dumme Wahlkampfsprüche rausgehauen hat. Erinnert euch das an was? Richtig, Horst Seehofer, eher so im Wahlkampf, die Ausländer fahren unserer schönen deutschen Autobahn kaputt. Wir müssen also eine Gebührenmauer errichten. Da haben doch alle gedacht, der spinnt, weil erstens, das funktioniert nicht, zweitens, wenn jemand bezahlen muss, sind das alle. Und genau so kommt das jetzt. Das Kind heißt nun nicht mehr. Das Kind heißt nun nicht mehr Ausländermaut, das heißt jetzt etwas vornehmer, Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen. Und im Gesetz stehen Kosten, sehr vorsichtig kalkuliert. Also für die Einführung 380 Millionen Euro und jährlich laufende Kosten in Höhe von 211 Millionen Euro. Und wer wird das bezahlen? Also die Mexikaner nicht, das steht schon mal fest, ja, sondern alle. Und zwar nicht nur alle, die eine Bundesfernstraße benutzen, sondern alle, auch die Steuerzahlenden ohne Auto, müssen das bezahlen. Merke, wenn Rechtspopulisten auf Ausländer schimpfen, kommt das am Ende für alle teuer zu stehen. Nachdem Seehofer und Konsorten nun ihre Ausländermaut an die Wand gefahren haben, hat er sein nächstes Thema entdeckt, die Obergrenze. Und es ist wieder so ein Totalschaden. Aber wenigstens hat die CSU den Widerspruch einfach ausgehalten. Und damit meine ich jetzt nicht den Widerspruch, den Friedrich Küppersbusch so schön auf den Punkt gebracht hat, als er meinte, also der Dobrindt muss jetzt nur noch der EU erklären, warum seine Ausländermaut nicht fremdenfeindlich ist. Und den rechten Wählern muss er erklären, warum sie es doch ist. Es gibt ja noch einen anderen Widerspruch bei der CSU. Erstens, die Ausländer sollen unsere Autobahnen bezahlen. Und zweitens, wir wollen keine Ausländer. Das ist mathematische Dialektik à la Seehofer. Ja, ich hatte neulich einen Albtraum. Da ist der CSU-Generalsekretär vor die Mikrofone getreten und hat gesagt... Ja, schon allein, wenn der im Traum erscheint, ist das eine schlimme Nacht. Aber in meinem Traum ging es weiter. Er hat dann gesagt, die CSU hat beschlossen, in Deutschland können politisch Verfolgte nur noch Asyl beantragen, wenn sie eine gültige Mautplakette haben.
und eine ADAC-Mitgliedschaft aufweisen und nicht über einen sicheren Fahrradweg eingereist sind. Dann bin ich aufgewacht, hörte die Nachrichten, in denen war von Massenabschiebung nach Afghanistan die Rede und mir verging das Lachen. Aber nochmal zur Maut. Einen Änderungsantrag fand ich dann doch sehr bemerkenswert. Offenbar hat ein helles Köpfchen im Ministerium, das soll es dort auch geben, festgestellt, wenn die NATO mal wieder Panzer Richtung Osten karrt, könnte ja womöglich, Gott bewahre, auch ein Nicht-EU-Bürger am Steuer eines Kraftfahrzeuges sitzen, das nicht in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen ist. Nun ahnen wir ja, was so schwere Panzer mit deutschem Straßenbelag anrichten. Aber das helle Köpfchen im Ministerium beschäftigte etwas anders. Es könnte ja sehr aufwendig sein, einem Nicht-EU-Bürger, also womöglich einem amerikanischen GI, zu erklären, warum er für eben jenen Panzer, der nicht in Deutschland zugelassen ist, nun eine Mautplakette braucht. Grübel, grübel. Herausgekommen sind mehrere Paragraphen, die Ausnahmen für NATO-Angehörige regeln, zum großen Bedauern des Straßenbelags aller Bundesfernstraßen. Ich frage mich manchmal, worüber man sich so den Kopf zerbricht in den Ministerien. Ich meine, effektiver, unbürokratischer und vor allem viel vernünftiger wäre es doch, einfach mal Schluss zu machen mit der Truppenverlegung an die NATO-Außengrenze, Schluss zu machen mit diesen Säbelrasseln gegenüber Russland. Die beständige Eskalation der NATO macht diese Welt doch nicht sicherer. Und deshalb fordern wir als Linke ganz klar, hört auf damit, dieses Europa wieder in ein Klima des Kalten Krieges zurückzumanövrieren. Es ist jetzt höchste Zeit für Entspannungspolitik. Und da wir gerade vom Militär reden, erinnert ihr euch noch an einen gewissen Gutenberg? Richtig, den von und zu, den mit den vielen Vornamen, mit dem verlorenen Doktortitel, dem, der es fertigbrachte, neben seiner Gattin auch noch Johannes B. Kerner mit nach Afghanistan zu schleppen, genau den, dessen Rücktritt erzwungen würde und der, bevor er in die USA ging, das Musikkorps der Bundeswehr beim Zapfenstreich nötigte, noch Deep Purple zu demütigen. Ihr wisst schon, er wünschte sich zum Dienstabschied das Lied Smoke on the Water von Deep Purple. Genau dieser Gutenberg ist jetzt wieder da. Ich meine, es ist sein Recht. Es gibt ja keine pauschalen Einreisesperren hierzulande, auch wenn Horst Seehofer das sehr bedauert. Aber ein Gutenberg wäre eben nicht ein Gutenberg, wenn er einfach nur so wieder da wäre. Nachdem sich der Smoke über dem Water verzogen hat, will er sich nun, und ich zitiere ihn, so richtig im Wahlkampf reinhängen. Voll reinhängen, das klingt ja eher nach Klappstuhl im Bierzelt nach Mitternacht als nach Wahlkampf, aber bitteschön, die Purple ist auf jeden Fall gewarnt. Der Trump Bayern will ihn wohl als intellektuellen Schutzwall gegen den aufstrebenden Markus Söder einsetzen. Nun gut, eine wichtige Disziplin beherrscht der Gutenberg auf jeden Fall, den Umgang mit Copy und Paste. Copy und Paste, so heißt die Tastenkombination, die man am Computer zum Kopieren braucht. Und das ist ja eine Fähigkeit, die offensichtlich auch der Scheuer Andreas gut beherrscht. Der Scheuer Andi fordert ja recht forsch, dass alle Geflüchteten sich zu integrieren haben und die deutsche Leitkultur zu akzeptieren haben. Aber wehe, 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 wenn sich jemand wirklich integriert, also beispielsweise ein Senegalese aus Afrika, der sich in die Kirche einbringt und dort ministriert und dann, Gott bewahre, auch noch in einem Verein dem Lieblingshobby der Deutschen, dem Fußballspiel, frönt. Also das geht gar nicht. Denn so einem, so der Scheuer Andi, den wirst du nie abschieben. Und das ist für den Scheuer Andi wirklich das Schlimmste. Und das ist schon wieder so ein Widerspruch der CSU. Alle sollen sich integrieren. Aber um sicherzugehen, damit sie das nicht machen, müssen wir sie alle sofort abschieben. Kurz nach seinem rassistischen Ausspruch zu den ministrierenden Senegalesen war ja der Scheuer Andi bei Maybrit Illner und wurde dort dafür kritisiert. Und was machte er da zu seiner Verteidigung? Vor einem Millionen Fernsehpublikum fing er uns an, aufzuzählen, mit wem er alles telefoniert hätte in seiner Partei, um den Unmut über diesen Spruch einzudämmen. Ja, der glaubte ernsthaft, dieser Spruch wird besser, wenn der uns sein Telefonverzeichnis vorliest. Ich aber meine, solche Sprüche gilt es als das zu benennen, was sie sind,
rassistische Stimmungsmache. Und wer es versucht, es den Menschenfeinden recht zu machen, der wird selber zu einem. Und deswegen gilt für uns als Linke immer, wir geben klare Kante gegen Rassismus und das verlässlich. Also, wenn wir uns so anschauen, was bayerische Politiker so abliefern, so fällt es schwer, etwas Gutes über die bayerische Politik zu sagen. Ein Ministerpräsident, der sich aufführt wie der Trump von Bayern, Copy und Paste à la Gutenberg, Mautdebakel à la Dobrindt, Peinlichkeiten à la Söder und Rassismus pur à la Scheuer. Es ist schon auffällig, innerhalb der CSU tun sich die Jungs besonders negativ hervor. Doch es gibt in Bayern auch großartige Menschen und großartige politische Initiativen, zum Beispiel bei der Linken, aber auch anderswo. So machte mich vor einiger Zeit ein Genosse auf eine Veranstaltung hier im Freistaat, hier im Freistaat Bayern. Ja, die Heimatverbundenheit kommt manchmal vor. Ich komme noch zu Sachsen, da gibt es auch echt Schlimmes zu sagen. Aber jetzt reden wir mal über eine Initiative in der Gemeinde Waldthurn. Waldthurn ist der Geburtsort des Kommunisten und Spanienkämpfers Hans Beimler. Der wurde 1936 in Madrid getötet und anlässlich seines 80. Todestages fand Ende letzten Jahres eine Veranstaltung statt, da wurde eine Gedenktafel enthüllt und anwesend waren bei diesem Ereignis linke Aktivisten, Antifaschistinnen, aber eben auch die lokale Politprominenz von SPD und CSU. Und ich glaube, ihnen war es offensichtlich wichtig, gerade in einer Zeit, in der die Nazis wieder so frech ihr Haupt erheben, diesen Mann gemeinsam zu ehren. Und da kann ich nur sagen, Respekt. Solch eine Erinnerungskultur tut Not, gerade in Zeiten des wachsenden Rechtspopulismus. Ja, über Erinnerungskultur wird in meiner Heimatstadt heftig gestritten. Ihr wisst und wahrscheinlich hört ihr es auch, ich komme aus Dresden, wo fast jeden Montag rassistische Demonstrationen stattfinden. Und viele fragen sich immer, warum gerade Dresden? Warum diese Stadt, die ja doch kulturell und wissenschaftlich von Weltoffenheit lebt? Für mich ist das nie ein Dresdner Problem gewesen. Dresden war nur die Bühne oder eher gesagt nur der Bühnenrand. Es ist ein sächsisches Problem, genauer gesagt ein Problem der sächsischen Regierungspolitik und das seit 27 Jahren. Und das, was wir mit Pegida in Dresden erleben, ist ein Lehrstück damit, was passiert, wenn man um des Machterhalts willen sich der menschlichen Niedertracht das Wort redet. Was passiert, wenn man die Kritik an dieses Heranwanzen an die Niedertracht einfach immer als Linksextremismus diffamiert? Nichts anderes ist geschehen in Sachsen, und zwar 27 Jahre lang. Wurde jedes antifaschistische Engagement diskriminiert, bezeichnet als Linksextremismus und oft auch juristisch verfolgt. Die Niedertracht hat sich an der Bühne aufgestellt, verstellt den Blick auf alles andere und behauptet, sie allein sei das Volk. Ich aber sage, zum Volk und zur Bevölkerung gehören alle Menschen, die hier leben. Und genau das ist der Unterschied zwischen rechts und links. Wir als Linke, wollen soziale Gerechtigkeit für alle, ohne dass man sein Stammbuch vorlegen muss. Und wir als Linke, wir stellen die Fragen nach Verantwortlichkeit anders. Wir sind bereit, uns mit wirklich starken Gegnern anzulegen. Der Rüstungslobby, den Mietspekulanten. Wir wollen Konzerne und Superreiche stärker zur Kasse bitten. Das ist links. Sündenbockpolitik und das Treten nach unten, das ist rechts. Und da machen wir nicht mit, nirgends, an keinem Ort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, wir haben ja das Problem des Rechtspopulismus inzwischen in ganz Europa. Ob man nach Polen schaut, nach Ungarn, nach Frankreich, nach Österreich, in die Niederlande, ja selbst in Skandinavien, hat man das Gefühl, auf einer obskuren politischen Halloween-Party gelandet zu sein. Kaczynski, Wilders, Orban, Le Pen, Hofer, Farage, Höcke, was für ein Maskenball des Grauens. Es gibt kaum noch ein Land in der EU, in dem Nationalismus und kleinbürgerliche Bigotterie keine obskuren Tänze aufführen. Und das Verstörende ist, hier sehen die Masken nicht immer offensichtlich gruselig aus.
Manche kommen sogar oberflächlich betrachtet recht adrett daher. Und dieser Erfolg der Rechtspopulisten hat seine Gründe. Nehmen wir nur mal an, die deutsche Einheit wäre nicht als eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in die Wege geleitet worden, sondern nur über eine Währungsunion. Die deutsche Einheit wäre krachend gescheitert. Und machen wir uns nichts vor, auch wenn Vergleiche immer wieder hinken, genau das ist die Gefühlslage der Menschen in Europa. Die Arroganz und Gier der EU-Eliten hat zu einer Konstruktion in der EU geführt, wo die schwächeren Länder allein zu Märkten degradiert werden und damit immer wieder in die Schulden getrieben werden. Und hier bei dieser Verunsicherung setzen Nationalisten und Rechtspopulisten an. Und bis heute rücken die neoliberalen Regierungen nicht davon ab. Ganz im Gegenteil, jüngst forderte Markus Söder, auch einer von der peinlichen CSU-Boygroup, von Griechenland, also dieser Markus Söder, ja, der vor dem sozusagen Gutenberg uns schützen soll, der forderte von Griechenland Goldreserven als Sicherheit für weitere Kredite. Goldreserven als Sicherheit für weitere Kredite. Demnächst fordert er vielleicht auch noch die Lieferung von Sklaven als Ausgleich. Das, was Söder da liefert, ist keine europäische Politik. Das ist Gutsherrenart. So wird das nichts mit Europa. Wir als Linke haben die neoliberale Konstruktion der EU von Anfang an scharf kritisiert. Dafür sind wir beschimpft worden, als Feinde Europa bezeichnet worden. Doch ich sage, nach wie vor gilt: Entweder die EU wird sozial und demokratisch oder sie wird scheitern. Und auch deshalb engagiere ich mich zusammen mit Yannis Varoufakis und vielen anderen in der Initiative DiEM25 zur Demokratisierung der EU. Ja, wir brauchen einen Neustart der EU. Das wäre eine scharfe Waffe im Kampf gegen die Bedrohung von rechts. Die EU in ihrer jetzigen Form bröselt an allen Ecken und Enden. Und was an den Außengrenzen und entlang der Fluchtrouten mit den Geflüchteten passiert, das hat nichts, aber auch gar nichts mit den angeblichen Werten der EU zu tun. Hier im Umgang mit den Geflüchteten hat die EU ihre moralische Bankrotterklärung abgegeben. Ich war am Wochenende in Belgrad und habe mich an der Grenze darüber informiert, wohin das Gerede von Obergrenzen führt. Das hat ja nicht nur einen Effekt bei uns hier auf die politische Stimmungslage, sondern das verändert auch die Situation konkret für Menschen. Denn die Regierungen auf dem Balkan, die orientieren sich an Deutschland. Und wenn immer hier Politiker Geflüchtete pauschal als Problem darstellen, haben auf dem Balkan die rechten Kräfte Oberwasser und der Druck auf verzweifelte Geflüchtete steigt. Und weil das so ist, weil wir so eine große Verantwortung haben, sollten alle Politiker hierzulande sehr sorgsam ihre Worte wählen. Aber schauen wir nicht nur auf das Erschreckende in Europa, sondern schauen wir auch auf das Ermutigende. Und natürlich war da die große Demonstration in Spanien wirklich eine echte Ermutigung. Im linksregierten Barcelona ging 500.000 Menschen auf die Straße für die Aufnahme von Geflüchteten. Ja, so etwas macht Mut. Wir dürfen den Menschenhassern noch nicht die Macht überlassen. Die Mitmenschlichkeit muss wieder in die Offensive kommen. Da sind wir alle in der Verantwortung. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, als ich im Vorfeld über die heutige Rede nachdachte, habe ich mich ernsthaft gefragt, sage ich was zu denjenigen, die das Blaue versprechen und dann doch ganz andere Farbtöne liefern? Nun muss man ja anerkennen, dass diese Alternativen das Farbspektrum wirklich erweitert haben. So viele gedeckte Brauntöne und alle in einer Partei. Erdfarben, Rostfarben, Tabakbraun, Algenbraun, ein kleiner Akzent auch von sozusagen Kurkbraun soll wohl dabei gewesen sein. Wie ein riesiges Tweetsacko von Alexander Gauland. Wirklich, das ganze Tweetsacko von Alexander Gauland und alle in einer Partei. Das ist der Hammer, Leute. Applaus
Allerdings sind seine Kameraden dann auch so verbissen wie die Dackel auf dem berüchtigten Dackelkrawatten von Alexander Gauland. Erst neulich habe ich mal eine Aktion eines ihrer Abgeordneten etwas bissiger auf Twitter kommentiert. Schwupps, eine Woche später bekam ich Post von einem Kölner Abmahnanwalt. 20.000 Euro soll ich diesem Abgeordneten bezahlen für einen Tweet. Man mag sich gar nicht ausrechnen, was das pro Zeichen macht an Kosten. Also sowas habe ich noch nicht erlebt von keiner demokratischen Partei. Deswegen habe ich heute mal Mut zur Lücke und werde eher wenig über eine Partei sprechen, die sonst so viel sich darüber beklagt, wie mundtot sie angeblich gemacht wird. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber deren verbissenes Verständnis von Meinungsfreiheit, das kann ich mir auf Dauer einfach nicht leisten. Sorry, AfD, ihr müsst euch euer Fett heute woanders abholen. Wobei, also einen muss ich dann doch erzählen, den hat mir neulich eine, ja, der ist so gut, den hat mir neulich eine Bildungspolitikerin erzählt. Im hessischen Bad Soden-Allendorf gab es mal ein Modellprojekt. Bei diesem Modellprojekt sind Kinder durch Unterrichtsausfall klüger geworden als mit Unterricht. Spannendes Projekt in Zeiten der Austerität und des Kürzungszwangs. Man fragte also die Direktorin, wie sie das geschafft haben, und die Antwort lautete: Tja, sowas passiert, wenn Björn Höcke Geschichtslehrer ist. Wenn so einer Geschichte unterrichtet, werden die Kinder klüger, wenn der Geschichtsunterricht ausfällt. So, liebe Genossinnen, liebe Genossen, verehrte Gäste, nun müssen wir uns auch mal der SPD zuwenden. Bei denen konnte man ja miterleben, wie groß offensichtlich die Verzweiflung gewesen sein muss, wenn allein die Entscheidung ihres Vorsitzenden, nicht als Spitzenkandidat anzutreten, zu einem Aufwuchs in den Umfragen von 10% führte. Nun wissen wir, dass Martin Schulz im Europaparlament der Manager der großen Koalition zwischen Sozialdemokratie und Konservativen war. Wir wissen auch, dass er in der Vergangenheit nichts unternommen hat, als die Sozialdemokratie in ganz Europa in der Auseinandersetzung mit der Troika-Politik ein Totalausfall war. Ganz im Gegenteil, der hat fleißig mitgemacht beim Bashing von Griechenland. Er war quasi der Sachverwalter der Troika-Politik. Wir wissen auch, dass als üble Steuerdeals von Jean-Claude Juncker bekannt wurden, Martin Schulz, sein Kumpel, den Rücken freigehalten hat. Doch die Menschen, die jetzt von Martin Schulz begeistert sind, die sehen in ihm weder den Manager der GroKo noch den Sachverwalter der Troika. Für sie ist er eine Projektionsfläche. Eine Projektionsfläche für was Tieferliegenderes. Für den Wunsch, dass es eine machbare Alternative zu Merkel gibt, die links von ihr steht. Und diese Wechselstimmung, die bringt eine Dynamik in den Wahlkampf. Eine Dynamik, die nicht nur spannend ist, sondern die auch für uns ermutigend sein kann. Denn es bringt doch dieses Land voran, wenn endlich mehr über soziale Gerechtigkeit gesprochen wird, als dass alle nur wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Themen der AfD starren. Und wir als Linke haben da viel beizutragen, denn wir sagen ganz konkret, wie sozial gerecht geht. Erstens. Alle Kinder haben das Recht auf einen guten Start ins Leben und deswegen kämpfen wir für eine Kindergrundsicherung und gute Kitas und Schulen für alle Kinder. Zweitens, es ist nicht hinnehmbar, dass zunehmend mehr Menschen von Altersarmut bedroht sind. Deswegen kämpfen wir für eine Rente, die den Lebensstandard sichert und sicher vor Altersarmut schützt. Und die Anhebung des Rentenniveaus auf 53% würde für einen Standardrentner im Monat 127 Euro mehr bedeuten. Zudem wollen wir mit der Mindestrente sicherstellen, dass im Alltag keiner unter 1050 Euro fällt. Drittens, gute Arbeit ist für uns keine leere Worthülse, sondern bedeutet ganz konkret, den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen, und sachgrundlose Befristung und Leiharbeit abschaffen oder zumindest sicherstellen, dass Leiharbeitende vom ersten Tag an den vollen Lohn der Kernbelegschaft bekommen plus 10% Flexibilitätszuschlag. Viertens.
Gute Arbeit bedeutet aber auch, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. In Gesundheit, Pflege und Bildung braucht es einfach deutlich mehr Personal. Denn was passiert denn, wenn die Arbeit am und mit Menschen im Dauerstress und im Minutentakt stattfindet? Da bleiben die Menschen auf der Strecke und geraten unter die Räder, und das auf beiden Seiten. Damit finden wir uns nicht ab. Und deswegen sagen wir ganz konkret, im Gesundheitsbereich braucht es dringend 100.000 neue Pflegekräfte. Fünftens, wir haben einen technischen Fortschritt, das ist großartig, das könnte uns allen ermöglichen, dass wir mehr Zeit für die anderen schönen Tätigkeiten jenseits der Erwerbsarbeit haben. Doch die kapitalistische Produktionsweise führt dazu, dass die Gewinne aus dem technischen Fortschritt privatisiert werden und nur einigen wenigen zugutekommen. Ich aber bin überzeugt, technischer Fortschritt muss zu mehr Zeitwohlstand für alle führen und allen zugutekommen. Und deswegen ist der Kampf um Arbeitszeitverkürzung eine große linke Tradition, aktueller denn je. Sechstens, Gesundheit darf keine Frage des Geldbeutels sein. Deswegen müssen sofort die Zuzahlungen für Brillen und Medikamente abgeschafft werden. Und dann wollen wir eine solidarische Gesundheitskasse, in die alle einzahlen. Siebtens, wir machen keinen Frieden mit Hartz IV, niemals, sondern wir wollen es überwinden, und zwar durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 Euro und durch gute Arbeit. Doch gerade bei den Äußerungen von Martin Schulz zu Hartz IV frage ich mich, will der wirklich Kanzler eines Politikwechsels werden oder will der bloß Kosmetiker werden? Also ich meine, was der da so an Korrekturen angekündigt hat, das ist ja nicht falsch, aber das klingt doch eher so wie Puder auf die neoliberale Fratze der Agenda 2010 zu streuen. Eine wirkliche Ankündigung der Agenda 2010 sieht anders aus. Wir als Linke sagen hingegen ganz klar, macht Schluss. Ich finde es ja total schön, wenn Männer vor mir knien. Aber was machst du die ganze Zeit hier? Ach so. Das war jetzt nicht feministisch gemeint, ne? Aber zurück zum Ernst des Lebens. Wir als Linke sagen ganz klar, Schluss mit den menschenunwürdigen Hartz-IV-Sanktionen. Schluss mit ellenlangen Antragsprozeduren für kleine Zuschüsse für Kinder, für Zuschüsse, die in einem reichen Land eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Schluss mit dieser unsäglichen Bedarfsgemeinschaft und Schluss mit Sozialschnüffelei und dem Durchleuchten der Privatsphäre. Arbeitslosigkeit ist doch kein Verbrechen, Kruzifix nochmal! Also bayerisch kann ich nicht, aber ich übe mich im Fluchen, wie du hörst, Attisch. Also, Martin Schulz muss sich wirklich entscheiden, will er Kosmetiker werden oder Kanzler einer menschlich-sozialen Wende. Unser Angebot, liebe Genossen und Genossen, unser Angebot liegt auf dem Tisch. Im Bundestag gibt es bereits jetzt eine Mitte-Links-Mehrheit. Mit uns kann Martin Schulz das Kündigungsschreiben für die Agenda 2010 und für Hartz IV sofort rechtskräftig aufsetzen und absenden. Wir bleiben auch nicht dabei stehen, nur das Falsche zurückzunehmen. Wir verbinden das mit dem Kampf für soziale Garantien für alle und gute Arbeit für alle. So, liebe Genossinnen und Genossen, eine Bitte muss ich noch loswerden. Der Bundestagswahlkampf kostet Geld. Geld für Flugblätter, für Plakate, für Veranstaltungen, die wir zusammen durchführen wollen. Und wir als Linke bekommen keine Spenden von Unternehmen. Das ist kein Grund zur Klage. Wir bekämpfen den Lobbyismus. Wir bekämpfen den Lobbyismus und wollen auch gar nicht erst in den Geruch kommen, käuflich zu sein. Doch genau deshalb sind wir auf euch
angewiesen. Und deshalb bitten wir darum, den Wahlkampf zu unterstützen. Jeder Beitrag zählt, jeder Beitrag erfreut uns sehr. Liebe Genossinnen und Genossen, eure Spende zählt, egal wie hoch der Beitrag ist, damit Horst Seehofer und Merkel gehen und die Linke kommt. Es ist sehr schön, dass ihr klatscht, wenn wir um Spenden fragen. Ansonsten klatschen wir natürlich nicht, wenn die Leute uns in die Tasche greifen. Ja, aber dass die Linke kommt und stärker wird, ist wichtig. Denn nur eine starke Linke ist die Garantie dafür, dass sich in diesem Land wirklich etwas ändert. Hin zu einer Gesellschaft, in der die Menschen mit mittleren Einkommen deutlich besser gestellt sind. In dem das Öffentliche gestärkt wird. In dem alle frei von Angst anders sein können. Und in dem alle Menschen garantiert frei von Armut leben können. Und um all das zu finanzieren, sind wir bereit, superreiche Millionäre und Konzerne deutlich stärker zur Kasse zu bitten. Ja, ja, unser Programm ist eine Kampfansage an Superreiche und Konzerne. Reichtumsbegrenzung, das klingt ja für einige so nach Klassenkampf, also ich finde das gut, aber da ja bei den Grünen einige vor Klassenkampf sehr zurückschrecken, will ich noch mal sagen, es gibt auch andere gute Gründe zur Reichtumsbegrenzung. Nehmen wir nur mal den ökologischen Fußabdruck der Superreichen. Also Privatjets, private Swimmingpools, Zweit- und Dritthäuser, all das ist nicht nur sehr teuer, das hat auch einen enormen ökologischen Fußabdruck, mehr Ressourcenverbrauch, mehr CO2-Ausstoß. Also eine Gesellschaft, in der es weniger private Swimmingpools, dafür überall in den Kommunen öffentliche, bezahlbare Schwimmbäder für alle gibt, die ist nicht nur sozialgerechter, die ist auch ökologischer. Und deswegen sagen wir ganz klar, unser Einsatz für Reichtumsbegrenzung ist auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, liebe Grünen. Allerdings ist das natürlich nicht der einzige Beitrag zum Klimaschutz, für den wir uns einsetzen. Das will ich hier auch ganz klar sagen. Der Klimaschutz gehört zu den dringendsten Fragen und den werden wir uns als Linke mit aller Entschiedenheit stellen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, unter euch sind viele Feministinnen. Es ist mir schon auf dem Weg hierher aufgefallen. Wir gingen dann zum Hotel vorbei, das hieß Braves Mädchen. Feministinnen wie Klaus runzeln da die Stirn und fotografieren das sofort. Ich habe das ein bisschen lockerer gesehen als Klaus, aber. Aber weil unter euch so viele Feministinnen sind, muss ich was zu einer Kritik an der Personalie Schulz sagen. Es gab ja einige, die haben gesagt, Mensch, hätte der SPD nicht mal eine Frau an der Spitze gut getan. Bin ich sonst immer dafür zu haben, aber in dem Fall hatte ich ein bisschen einen milderen Blick darauf. Warum? Es ist doch so, die Frauen müssen immer dann ran, wenn die Machos einen Laden so richtig an die Wand gefahren haben. Also bei uns ist das anders, ich meine jetzt natürlich die anderen Parteien. Und ihr wisst doch, in welchem Zustand die SPD noch vor kurzem war. Dass nun mal ein Mann aufräumen muss, das finde ich gut, das ist Care Revolution im besten Sinne. Und wenn wir hier schon über Care Revolution sprechen, also die Revolution der Geschlechterverhältnisse, die Stärkung der Sorgearbeit, dann komme ich nicht umhin, daran zu erinnern, dass in wenigen Tagen der 8. März der internationale Frauenkampftag ist. Und dieser Tag, der ist nicht aus Blumenrabatten entsprungen oder eventuell beim Kaffeegränzchen mit Blumen entstanden. Nein, dieser Tag entstand aus kämpferischen Auseinandersetzungen. Er begann mit Streiks der Textilarbeiterinnen. Bei einigen der Streiks kamen sogar Textilarbeiterinnen ums Leben infolge eines Brandes. Und wenn wir heute uns die Situation von Textilarbeiterinnen zum Beispiel in Bangladesch anschauen, so wissen wir, es gibt noch viel zu tun beim weltweiten Kampf um globale soziale Rechte. Unser Kampf um gute Arbeit sollte deswegen auch immer die Arbeitsbedingungen weltweit in den Blick nehmen. Es wäre doch möglich, dass man in der EU sich auf Standards festlegt und sagt, aus Ländern, wo solche arbeitsrechtlichen Standards nicht verbindlich gelten, wird es keine zollfreie Einfuhr geben. Da wird es wirklich sozusagen einen Strafzoll geben. Leider scheiterte ein solches Abkommen bisher an den Mehrheits- und Machtverhältnissen innerhalb der EU. Ja, noch dominieren Patriarchat und Kapitalismus die Machtverhältnisse. Wir als Linke sagen beiden Unterdrückungsverhältnissen den Kampf an. Denn wir wissen, mit Marx radikal sein heißt, das Übel bei der Wurzel packen.
Marx zu lesen lohnt sich immer. Jetzt kann man ihn auch im Kino sehen. So viel sozusagen kleine Werbung muss erlaubt sein. Im Kino läuft ja gerade der Film an, der junge Marx. Ich war zusammen mit Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht auf der Premiere und wir können alle nur sagen, sehr empfehlenswert. Liebe Genossinnen und Genossen, der Maskerade der politischen Eliten setzen wir unseren couragierten Einsatz entgegen für ein anderes Land, für ein anderes Europa, ja für eine andere Welt. In meiner Heimat beginnt der Aschermittwoch nicht damit, dass man früh Bier trinkt. In meiner Heimat steht der Aschermittwoch im Zeichen des Heringsessen. Also apropos Bier, ich muss eine Sache sagen, nur für den Fall, dass meine Tochter zuschaut, das Getränk, was ich getrunken habe, hat Schaum, aber das war bloß Radler. Ja, na nicht, die geht am nächsten Tag in die Kita und erklärt, wenn die Mama arbeitet, trinkt die früh Bier, ja, das muss... Das, ja, in Bayern ist das okay, in der Kita bei uns. Also, in meiner Heimat steht der Aschermittwoch eher im Zeichen des Heringsessen, weil Heringe wohl helfen sollen gegen den Kater am Tag nach der großen Sause. Ein Katzenjammer, gegen den weder Heringsessen noch Aspirin helfen, erwartet diejenigen, die am 24. September SPD und Grüne wählen, in der Hoffnung darauf, dass es wirklich soziale Gerechtigkeit gibt. Wer die Grünen wählt, kann mit Horst Seehofer und dem Scheuer-Andi am Kabinettstisch aufwachen. Ja, ich meine, wer will denn sowas? Das kann man sich, das kann man sich auch nicht 4 Jahre lang schön trinken. Deshalb meine ich, liebe Grüne, ihr müsst jetzt Farbe bekennen, ob ihr bereit seid, im Zweifelsfall mit Horst Seehofer, also dem Trump Bayerns, in eine Regierung zu gehen. Und wenn ihr das nicht ausschließt, dann wissen wenigstens alle potenziellen Grünen-Wählerinnen, worauf sie sich einstellen müssen, wenn sie ihr Kreuz bei denen machen. Wer die SPD wählt, kann auf den Martin setzen und dann mit Angie und Horst aufwachen. Wer will das schon? Ja, da bekommt ja Schlafkrankheiten ganz andere Bedeutung. Also, nur eine starke Linke ist die Garantie dafür, dass in diesem Land der Kurs in Richtung soziale Gerechtigkeit, Reichtumsbegrenzung und wirkliche Friedenspolitik geht. In diesem Sinne, liebe Genossinnen, lasst uns den heutigen Tag feiern, lasst uns anstoßen und danach den Wahlkampf voll Freude und Kraft in Angriff nehmen. Es geht um viel in diesen Zeiten. In Zeiten der globalen Krisen und des wachsenden Menschenhass sind wir die Kraft der Hoffnung und der Verlässlichkeit. Es gibt viel zu erkämpfen, liebe Genossinnen. In diesem Sinne, Prosit!